Beginn bemühen wir uns um rechte Einstellung. Uns einmal mit Weisheit bewusst zu machen. Realität nur im gegenwärtigen Moment stattfinden kann. Es ist nicht nur ein bisschen Entspannung, sondern einen richtigen Perspektivwechsel mit sich bringt. Mit Illusion von Bedeutung in Vergangenheit und Zukunft bereit sind aufzugeben. Stattdessen das Atmen des Körpers im gegenwärtigen Moment aufmerksam beobachten.
Sehen wir das Ganze mal nicht als eine reine Konzentrationsübung, eine Übung in der Bereitschaft zur sonstiges Identifikationsmaterial, Wahrnehmungen für uns, unsere Lebenssituation, vergangenen, die zukünftigen, scheinbar so wichtigen, wirklichen Dinge. Die ganze angebliche Normalität des unachtsamen Geistes mal einzutauschen. Diesen einen Moment. Des atemzentrierten Gegenwartserlebens.
Geschichten, die wir uns und der Welt erzählen, darüber, wer wir angeblich sind, was angeblich wichtig und bedeutsam ist. Können wir diese Geschichten verblassen lassen angesichts der neuen Wirklichkeit, ganz im gegenwärtigen Moment? Wir den Geist befreien, dem Zwang, sich auf Vergangenheit und Zukunft zu beziehen. Zufrieden mit jetzt, in Atem, alle Sinnesaktivitäten im gegenwärtigen Moment erleben. Uns bewusst immer wieder erleben, wie friedlich es sein kann, das Erlebensmaterial in eine große Ich-Saga einbauen zu müssen.
können wir die Erleichterung des Perspektivwechsels auf uns wirken lassen. Einprägen lassen in der sich beruhigende Geist und selbst sein Interesse im gegenwärtigen Moment verlegt. Der Spielplatz der Sinne seinen 1000 Handlungsmöglichkeiten Relevanz verblasst können wir auch etwas lernen. Die Unbeständigkeit, Abhängigkeit unserer Wirklichkeitsperspektive gibt so viel, dass wir nicht sein müssen, dass wir nicht tun müssen, einfach nur zufrieden mit jetzt sind.
Danke fürs Mitmeditieren und in 5 Minuten machen wir wieder Austausch. Dann bis gleich oder bis zum nächsten Mal.